Vielen Dank für die freundliche Einführung und willkommen zur zweiten Sitzung, zweiten Runde und ach du Schreck, wieder drei Nobelpreisträger, die heute vortragen. Aber zwei Chemiker, ein Physiker, in der richtigen Reihenfolge, denn Alfred Nobel hatte als ersten die Physik genannt und dann die Chemie erst. Also, man könnte natürlich auch sagen, ich bin der Älteste, der Ur-Nobelpreisträger hier, 85, 87, 2000. Also, diese Reihenfolge, aber wenn man nach dem Alter geht, dann wird der Jüngste ist wahrscheinlich. 38, 39, 41. Ich habe es nur gemacht, um einen Bezug zu Otto Stern herzustellen, denn das Jahr 1943 spielt ja eine große Rolle. Nicht? Sie wissen ja, Physik-Nobelpreis 1943 für Otto Stern. Der kann also dieses Jahr nicht nur 70 Jahre den kleinen Nobelpreis würdigen, sondern auch 70 Jahre, dass ich da lebe. Und insofern gibt es heute ein besonderes Jubiläum. Aber wenn man auf der Urkunde sieht, da steht 1944. Das ist eines der seltenen Fälle, wo rückwirkend der Nobelpreis vergeben wurde. Also 1943, 1944 hat er für 1943 ihn bekommen. Nun, es gibt zum Glück eine patriotische Gesellschaft hier und deswegen sind wir hier versammelt. Hier wirkte von 1923 bis zu seiner Vertreibung 1933 Otto Stern. Und bei der Einleitung, Einladung haben wir die Aufforderung bekommen, das Symposium soll historische Aspekte mit Inhalten und Visionen moderner Forschung für die breite Öffentlichkeit verbinden. Das ist also eine schwere Aufgabe. Etwas für die breite Öffentlichkeit, etwas Historisches. Und ich habe natürlich versucht, irgendwie einen Bezug zu Otto Stern herzustellen in meinen Arbeiten. Und habe natürlich den Stern-Gerlach-Versuch als ersten hier im Auge gehabt. Und natürlich dürfen wir Frankfurt am Main nicht ganz vernachlässigen, wenn wir auch in Hamburg sind. Alle die Experimente hat er die ursprünglichen mit Gerlach in Frankfurt gemacht. Und das ist ja das Ergebnis gewesen, dieser Atomstrahl, und dann klassisch hat man irgend sowas erwartet und dann hat er beobachtet, eben quantenmechanisch etwas. Soll das Licht ein bisschen dunkler werden, oder was? Gut. Und das waren die durch die neuen Erkenntnisse und seinen Nobelpreis hat er die Entwicklung der Molekularstrahlmethode bekommen. Und bei diesem Begriff Molekularstrahlmethode ist natürlich sofort meine Arbeit mir auch eingefallen, denn wir arbeiten mit Molekularstrahlen, sogenannte Molekularstrahl-Epitaxieanlagen. Damit bauen wir neue Materialien. Und das ist im Wesentlichen eine solche Kammer im Vakuum, wo verschiedene Öfen sind, wo man Atomstrahlen oder Molekularstrahlen erzeugen kann und die auf einer Unterlage abschalten kann. Und zwar atomgenau, atomschichtgenau. Hier ist so eine solche Schichtstruktur mal aufgezeigt, wo man 2,8 Nanometer von einer Schichtdicke, 5,6 Nanometer von einer anderen, 5,1 Nanometer, also sehr, sehr dünne Schichten. Und wenn man das so fabriziert, hat man einen neuen Laser, also einen Quantenkaskadenlaser, ein Stück der Art von Laser. Aber auch Solarzellen, die besten Solarzellen werden heutzutage mit solchen Schichtstrukturen hergestellt, wo man verschiedene Materialien aufeinander stapelt, sodass man das gesamte Spektrum der Sonne ausnutzen kann, indem dann die richtigen Wellenlängen da verwendet werden, um eine Solarzelle zu erzeugen. Also das ist eine Möglichkeit heutzutage, ganz moderne Bauelemente herzustellen. Und wenn man unser Institut besucht, dann haben wir eine solche Molekularstrahl-Epitaxieanlage als Ausstellungsstück. Und hier findet man auch meine Probe, die zum Nobelpreis führte, und darauf komme ich später zu sprechen, das ist ein Feldeffekttransistor. Hier diese Molekularstrahl-Epitaxieanlage sieht innen so aus, ist aufgeschnitten und da sieht man, wie da diese Öfen sind. Hier kommen aus diesen Öfen auf diese Unterlagen hinauf Atomstrahlkanonen und verschiedene Materialien, die auf diese Unterlage aufgebracht werden können. Und so das Ganze wird gekühlt und im Prinzip kann man Atomlagen genau aufwachsen. Hier ist eine Oberfläche von einem Kristall. Und dann kann man diese verschiedenen Atome anlagern und wenn man die richtigen Temperaturen wählt, kann man wirklich eine Atomlage nach der anderen aufbringen und auch die Zusammensetzung ändern, indem man diese verschiedenen Atomstrahlen verändert, also für andere Materialien verwendet. Dafür hat es auch im Prinzip 2000 Nobelpreis gegeben für Alferow-Krömer, indem man solche Schichten herstellt und hier sind auch die Anwendungen dargestellt. Handy wäre heutzutage nicht möglich, wenn man solche schnellen Transistoren nicht hätte, denn das sind sehr
für hochfrequente Anwendungen solche Transistoren. Und diese rote Schicht ist eine ganz dünne Schicht von Elektronen. Und die spielt bei meinen Arbeiten eine große Rolle. In diesen Strukturen kann man meine Nobelpreisentdeckung in diesem Quantenhall-Effekt besonders gut beobachten. Und das ist das Bauelement, was in meiner Forschung eine wichtige Rolle spielt. Nun, der Titel meines Vortrags lautet vom Urkilogramm zum Quantenhall-Effekt. Und da haben wir versucht, eine Beziehung zu Otto Stein herzustellen und habe eine Apparatur gefunden, wo wir das Kilogramm auch hier finden. Da oben ein Kilogramm, sieht man, dass es eine Waage ist. Und hier steht ein QH, das ist der Quantenhall-Effekt. Das ist also die Probe. Hier oben ist ein Kilogramm. Und hier ist ein Bodenstrahl. Also das ist hier mehr oder weniger diese Nuklearstrahl oder Atomstrahlmethode. Und die Idee ist bei diesen Experimenten, ein Kilogramm durch eine gewisse Anzahl von Goldatomen herzustellen. Also es werden hier Gold wird ionisiert, wird genau separiert und wird hier aufgefangen. Und Ionen sind geladen. Das heißt also, wenn immer so ein Goldatom hier auffällt, dann gibt es seine Ladung hier ab. Und dann gibt es einen Strom. Und diesen Strom kann man mit gewissen Quantenphänomenen sehr genau messen. Und dann kann man diese abgelagerten Atome gegenüber einem Kilogramm verwenden. Das war eine Idee, die vor mehreren Jahren aufgekommen ist. Also ein Kilogramm sind eine bestimmte Anzahl von Goldatomen. Nun, leider, die Genauigkeit reicht nicht aus. Und deswegen ist vor einigen Jahren dieses Projekt eingestellt worden. Das wird heutzutage nicht weitergeführt. Denn all diese Atome, die müssen auf diesen Auffangschirm hier auffallen und aufgesammelt werden, es dürfen nicht wieder runterfliegen. Also es gibt viele, viele Probleme um die Genauigkeit, die gewünschte Genauigkeit herzustellen. Die Idee ist sehr gut, aber in der Praxis ist das nicht realisiert worden. Schade, sonst hätte ich heute den ganzen Tag nur darüber reden können. Aber das war eine Idee, ein Kilogramm über so einen Atomstrahl, Ionenstrahl und mit elektrischen Messungen, wo man häufig eine Rolle spielt, zu verbinden. Ich werde ganz allgemein anfangen. Ich werde also beim Thema Urkilogramm zu Quantenhall-Effekt, wie messe ich etwas mit großer Genauigkeit? Wie messe ich Längen, Zeit, Massen und was hat das mit dem Nobelpreis zu tun? Ich fange historisch an bei den Längenmaßen und das ist ein berühmtes Bild. Über 5000 Jahre ist das schon her, dass man menschliche Körpermaße, Handbreite, Elle, Fuß als Standard für Längenmessungen verwendet hat. Ich habe hier schon vor 25 Jahren in China bei meinem Besuch immer gefragt, wie war da vor 5000 Jahren die Messung, die Längenmessung? Und da hieß es, in diesen Standards vor über 5000 Jahren wurde hier dieses Bild verwendet, also dass der Abstand zwischen Daumen und dem Zeigefinger, also das ist hier eine Längeneinheit à la Klitzing, also diese Längeneinheit war der Standard vor 5000 Jahren in China. Nun, und zwar der Emperor, der musste seine Hand dafür hergeben, aber der dann gestorben ist, dann gab es eine andere Hand. Also insofern war es nicht ganz zufriedenstellend, dass die Längeneinheiten nicht stabil waren. Und deswegen wurde also in China schon fast vor 5000 Jahren wurden Reiskörner als Standards hergestellt. Denn Reiskörner sind ungefähr ähnlich und da hat man 10 Reiskörner in Reihe hingestellt und das war das Längenmaß. Und es gibt noch heutzutage Längenmaßstäbe. Ich habe sogar mit eigenen Reiskörnern mal verglichen. Also 10 Reiskörner entspricht diese Länge. Also 100 Reiskörner, 15,8 cm. Das war als Standard vor 5000 Jahren. Da hat man natürlich jeder zu Hause in der Küche, konnte ja seinen Längenstandard herstellen. Hier, das in England, da ist ja ein schöner Yard von der Nasenspitze bis zum Finger vom Heinrich I. von England. In Europa war ein sehr, sehr viel üblich, das Fußmaß. Da gab es dieses Bild, wo die ersten 16 Leute, die aus der Kirche kamen, mussten sich hintereinander aufstellen. Hat man schon eine Mittelwertbildung gemacht und das war dann die mittlere Fußlänge. Und dann gab es am Rathaus dann immer diese Maßstäbe für den Ort, wie der Fuß ist. Und da hat man festgestellt, Berlin liegt auf großen Fuß. Stuttgart sind wir immer etwas zurückhaltender. Und da, aber 65 cm, ja. Aber Sie sehen sofort, dass alle die von Gott hergestellten Systeme wirklich nicht identisch sind. Und deswegen gab es, das kennen Sie alle, während der Französischen Revolution die Idee, die Erde als Unikat zu verwenden und eine, als ideale Bezugsgröße für Maßeinheiten zu verwenden. Und da sind auch die Ursprünge, die Zeit ist abgeleitet von der Rotationsfrequenz der Erde,
die Länge vom Umfang der Erde, die Masse, im Prinzip von einem Wasser, als was hier blau ist, ist Wasser. Wasser war überall vorhanden, also ein Liter Wasser wäre die große Bezugsgröße. Bloß nach diesen Definitionen, man kann ja nicht dauernd immer den Umfang der Erde messen, und wenn Sie ein Liter Wasser in Amerika, ein Liter Wasser in Europa, dann werden Sie feststellen, es ist doch unterschiedlich, weil doch die Mineralienzusammensetzung, Gaszusammensetzung und die Temperaturempfindlichkeit ist da. Und außerdem brauchen Sie für ein Kubikdezimeter auch wieder die Längenmaße. Also diese Verkopplung, das war nicht die ideale Lösung. Deswegen hat man Prototypen hergestellt, nachdem man also wirklich sehr genau ausgemessen hat, von Dünkirchen bis Barcelona hat man den Abstand vom Nordpol zum Äquator extrapoliert. Und das ist das, was die meisten eigentlich kennen als Urmeter und Urkilogramm. Das haben die meisten in der Schule noch gelernt, Platin, Iridium in Paris, irgend sowas. Das ist aber jetzt in Frage gestellt. Und darauf wird mein Vortrag sich beziehen, denn das Problem ist, dass diese Sachen nicht stabil genug sind. Für Präzisionssachen sind sie nicht mehr stabil genug. Im Prinzip, im täglichen Leben merken wir zwar nichts, dass das Meter nicht mehr diese Länge ist von solchem Metallstab. Und auch in Zukunft, zurzeit gibt es noch immer diesen Prototypen, aber wird man auch dieses Kilogramm irgendwie mal ersetzen. Nun, schon Maxwell hatte Zweifel daran, dass diese Definition, dass man die Erde als Bezugsgröße verwendet, dass das eine gute Idee ist. Und hier eine Veröffentlichung von 1871 von Maxwell: Wenn wir absolut unveränderliche Einheiten der Länge, der Zeit, der Masse schaffen wollen, so müssen wir diese nicht in der Abmessung, in der Bewegung, in der Masse unseres Planeten suchen, sondern in der Wellenlänge, der Frequenz, der Masse der unvergänglichen, vollkommen gleichartigen Atomen. Das war schon damals die Idee, bevor eigentlich die sogenannte Metakonvention 1875 diese ganzen Maßeinheiten festgelegt hat. Das ist natürlich eine ganz große Vision und die ist auch realisiert worden. Man hat zum Beispiel die Wellenlänge von Licht verwendet als ein Längenmaß. Von 1960 bis 1983 war weltweit international vorgeschrieben, dass man alle Längenmessungen mit der Wellenlänge einer bestimmten Spektrallinie von irgendwelchen Lichten verwendet hat. Damals waren die Laser noch nicht so modern, das war also eine altmodische Definition, denn man hat bald festgestellt, wenn man mit dieser Wellenlänge und mit gewissen Atomfrequenzen die Lichtgeschwindigkeit bestimmt, Lichtgeschwindigkeit als Momentalkonstante, dann gab es eine Messung und im Jahr 1973 schon hat man festgestellt, geschlagen bei unserer Messung, bei der Genauigkeitsmessung mit der Definition des Meters an die Grenzen und Möglichkeiten. Genaue Messungen waren nicht möglich, weil das Meter nicht genau genug bekannt war. Auch diese Wellenlänge von Licht, wenn es nicht ganz rein ist, dann ist es eben eine Verbreitung, dann gibt es Unsicherheiten. Das war das Beste, was man messen konnte und die Grenzen der Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit war bestimmt durch die Ungenauigkeit unserer Meterdefinition. Und deswegen hat man dann den Entschluss gefasst, Definition der Längeneinheit, dass man einfach diese Größe festlegt. Denn Naturkonstanten, die Lichtgeschwindigkeit, die sollte ja eine Konstante sein. Da hat man den besten Wert, den man gemessen hat, hat man gesagt, das ist der feste Wert. Und jetzt müssen sich alle danach richten, dass dieser feste Wert wirklich auch bei der Realisierung des Meters eingehalten wird. Das heißt also, wenn Sie heute nachgucken, wie das Meter definiert ist, das Meter ist die Länge der Strecke, die Licht im Vakuum während der Dauer von so und so vielen Sekunden durchläuft. Das ist unsere offizielle Definition, also Festlegung des Wertes der Lichtgeschwindigkeit durch Ableitung, dadurch Ableitung der Längeneinheit. Das war also schon ein großer Schritt, dass man gesagt hat, Fundamentalkonstanten, die sind so fundamental, dass sie unabhängig von der Zeit, vom Ort immer vorhanden sind. Und ich habe hier eine Messung, Messmöglichkeiten, diese Fundamentalkonstanten direkt mit einer Längeneinheit herzuverbinden. Das heißt also, nicht dieser Maßstab, sondern dieser Wert ist die Grundlage für die Längeneinheit. Und wenn Sie nachgucken, wie heute die offizielle Definition des Kilogramms ist, das Kilogramm ist die Einheit der Masse, es ist gleich die Masse des internationalen Prototyps. Das sind Definitionen. Also, es gibt einen Prototyp, der ist in Sèvres in Paris, wenn der verschwindet, wissen wir nicht mehr, was ein Kilogramm ist. Nach Definition diese Metallblock. Und jetzt im letzten Jahr und letzten zwei Jahren, Naturkonstanten statt Platinobjekten, das Urkilogramm hat gerade ausgedehnt. Internationale Meteorologen, das ist Meteorologie, nicht Meteorologie, also nicht Stern, der war ein Meteorologe im Ersten Weltkrieg, aber nicht Meteorologe ist die Wissenschaft vom Messen. Also internationale Meteorologen diskutieren,
was unzuverlässig gewordene internationale Klimapolitik künftig ersetzen wird. Und das ist der Kern eigentlich meines Vortrages heute und etwas die Entwicklung und Ideen, wie man das Urkilogramm vielleicht ersetzen kann. Und da spielt eventuell dieser Quantenhäufchen eine gewisse Rolle. Nun, die Idee, Fundamentalkonstanten als Bezugsgröße zu verwenden, stammt schon von Max Planck. Als er eigentlich die Quantenmechanik entdeckt hat, hat er die Planck-Konstante, die Boltzmann-Konstante in den Gleichungen wiedergefunden. Und er war eigentlich mehr fasziniert von diesen Fundamentalkonstanten als von der ganzen Quantentheorie, an die er nicht glaubte. Sondern er war fasziniert und hat in einer der ersten Veröffentlichungen hat er geschrieben, natürliche Maßeinheiten. Das war etwas, was ihn fasziniert hat. Gottgegebene Größen, naturgegebene Größen. Und er hat ja seine Planck-Größen dadurch entwickelt. Und er hat in dieser Veröffentlichung geschrieben, demgegenüber dürfte es nicht ohne Interesse sein zu bemerken, dass die Möglichkeit gegeben ist, Einheiten der Länge, Masse, Zeit und Temperatur aufzustellen, welche unabhängig von speziellen Körpern oder Substanzen ihre Bedeutung für alle Zeiten, für alle auch außerirdische und außermenschliche Kulturen notwendig behalten und welche daher als natürliche Maßeinheiten bezeichnet werden können. Das war also das Faszinierende, was eigentlich Max Planck schon gesehen hat bei der Verwendung von solchen Fundamentalkonstanten. Und Sie kennen diese Planck-Längen, Planck-Masse, Planck-Zeit, weil Planck-Temperatur von 10 hoch 32 Kelvin erwähnt worden, als eventuell nahezu obere Grenzetemperatur. Das Dumme ist, dass diese Größen in der Praxis sehr, sehr schwer zu verwenden sind. Was wollen Sie hier mit 10 hoch 33 cm als Längeneinheit? Da können Sie nicht einen Meter herstellen, oder das ist wesentlich enorm schwierig. Also für praktische Anwendungen sind die nahezu unbrauchbar. Aber vor 8 Jahren gab es einen Beschluss, einen internationalen Beschluss von dieser sogenannten Metakonvention, vorbereitende Experimente für eine Neudefinition des Kilogramms, des Amperes, des Kelvin, des Mols auf der Basis von Fundamentalkonstanten. Und da war schon die Idee damals, dass man bis 2011, also bis vorletzten Jahr, schon fertig sein sollte. Jetzt haben wir schon 2013, man hat es noch nicht geschafft. Man muss noch genauer werden. Aber die Idee, die Grundidee, unsere offiziellen Definitionen von sogenannten Basiseinheiten für die Messungen auf Fundamentalkonstanten zu beziehen, so wie es bei Meter schon auf die Lichtgeschwindigkeit ist, die besteht auch noch heute. Wie Sie vielleicht wissen, wir haben 7 Basiseinheiten. Mit diesen 7 Einheiten kann man alles, was wir messen können, ausdrücken. Diese 7 Basiseinheiten, die wichtigste Sekunde, Meter oder das Kilogramm, wenn man elektrische Größen hat, haben wir das Ampere, bei Temperatur ist Kelvin, die Chemiker brauchen das Mol noch, als Stoffmenge, Candela für optische Untersuchungen. Mit diesen 7 Größen kann man alles ausdrücken. Natürlich durch Kombination. Wir wissen, dass Kraft dann nachher in Kombination, wo eben auch Masse und Geschwindigkeit eine Rolle spielt. Das heißt also, das sind die 7 Basiseinheiten. Und nun ist die Idee nicht nur die Atomuhr, wo schon mal Atomeigenschaften und hier jetzt Meter Lichtgeschwindigkeit, sondern auch diese Größen durch Festlegung von Fundamentalkonstanten. Und beim Kilogramm die Planck-Konstante, beim Strom die Elementarladung, bei Temperatur Kelvin die Boltzmann-Konstante, die will man so genau wie möglich messen nach dem jetzigen Maßsystem, dann die festlegen und dann die Argumentation umdrehen. Das heißt, genauso wie bei Meter, dass man zuerst einen Meter hatte, einen Standardmeter, da hat man die Lichtgeschwindigkeit sehr genau gemessen, den besten Wert hat man dann festgelegt und das dann zur Realisierung der Längeneinheit verwendet. Nun, vor 1,5 Jahren gab es dann einen Beschluss bei der internationalen Konferenz im Oktober 2011, on the Future Revision of the International System of Units, das internationale SI-System, System international, eine Neudefinition des Kilogramms ist ein besonderer Schwerpunkt bei diesen Betrachtungen. Und wie gesagt, diese Entwicklung wurde durch den Quanten-Hall-Effekt angestoßen, denn ich werde Ihnen zeigen, dass der Quanten-Hall-Effekt auch etwas mit Fundamentalkonstanten, die sie mit sehr hoher Genauigkeit gemessen werden können, zu tun hat. Also zurück zum Thema Urkilogramm zum Quanten-Hall-Effekt. Also wir haben ein Kilogramm und das ist der Quanten-Hall-Effekt. Das ist ein Feldeffekt-Transistor. Und ich möchte natürlich die Physik nicht erklären, ich habe nicht so viel Zeit, ich müsste eine ganze Stunde reden. Aber ich möchte hier eben die Nobelpreis-Urkunde zeigen, wo dieser quantisierte Hall-Effekt da steht. Und da wir hier so viele Nobelpreisträger haben, muss ich natürlich etwas über die Atmosphäre der Nobelpreisverleihung ein paar Bilder ein dazu reinschieben. Ich habe hier, jetzt habe ich sogar die Medaille gewandelt. Ich meine, Herr Wüthrich, der trägt zwar am Revers seine Nobel-Medaille, ich habe sie hier etwas größer.
Und ich glaube, alle Nobelpreisträger, ihr erinnert sich an diese wunderschönen Feiern, die immer am 10. Dezember in Stockholm stattfinden. Aber der wirkliche Höhepunkt, ich glaube, ist danach das Essen eigentlich. Also das ist eine wunderbare, fantastische Atmosphäre, das Essen. Aber deswegen lohnt sich Nobelpreis nicht. Und dieses Plakett, das haben wir mal meine Brüder von auch rausgeschrieben. Es gibt extra Bücher dafür, da wo Sie das nachlesen können, was in den verschiedenen Jahren gegeben. Top Secret bis zum 10. Dezember. Und man kann auch in Restaurants in Stockholm, kann man die Jahrgänge noch bestellen vorher. Dann kann man das Essen. Und wir wissen ja alle, dass Otto Stern sehr gern gut gegessen hat. Ich glaube, deswegen hat er für den Nobelpreis gearbeitet, weil er auch mal gutes Essen haben wollte. Ich habe mal nachgeguckt, was es 1943 gab. 1934 bis No Banquet der Helden für Second World War. Das war für ihn bestimmt sehr enttäuschend. Er hat nicht dieses gute Dinner gekriegt. Das war ausgefallen. Er hat sowieso erst, ich glaube, ziemlich am Ende 1944 sich den Nobelpreis abgeholt. Also dieses gute Dinner, das ist einmalig. Und beim Kaffee anschließen am Schluss, da gibt es extra eine Tasse mit der Medaille von Alfred Nobel. Bloß, wenn man zum Weltpreisträger ist, ich weiß nicht, wie es den meisten gegangen ist, dann fragt man sich, was passiert danach eigentlich? Ich jetzt immer auf dem Höhepunkt, das kannst du noch bergab gehen. Was kommt nach dem Nobelpreis? Aber da gibt es noch weitere Höhepunkte, zum Beispiel Vorträge hier in Hamburg. Aber der wirkliche Berg, das ist die deutsche Malaise, das ist eine wissenschaftliche Veröffentlichung, zum Weltpreisträger leben länger. Wenn ein Wissenschaftler Anfang Oktober einen Anruf aus Stockholm erhält, kann er auf mehr Hoffnung als auf hohem Geld. Zwei britische Ökonomen haben ermittelt, dass man Nobelpreis auf seine Forscher im Schnitt 1,4 Jahre länger lebt als Fachkollegen. Ich habe also extra Zeit und kann also mit diesen 40 Jahren sogar den Quantum-Hall-Effekt in der Öffentlichkeit zu erklären. Jetzt wird es langsam ernst. Das ist also eine solche Probe. Und im Prinzip schickt man Strom durch. Und dann misst man eine Spannung und viele erinnern sich noch an das ohmsche Gesetz, U gleich R mal I. Und das Überraschende bei diesem Experiment ist, dass dieser Widerstand immer den Wert 25.812,807 Ohm hat. Und das mit der Fundamentalkonstanten, Planck-Konstante durch Elementarlage und Quadrat zu tun hat. Das ist etwas, was unerwartet ist. Natürlich geht das nicht für jede Probe. Es muss hier eine sogenannte sehr dünne Schicht von Elektronen, eine zweidimensionale Schicht vorhanden sein. Es müssen tiefe Temperaturen vorhanden sein und hohe Magnetfelder. Also das sind schon besondere Bedingungen. Aber wenn man solche zweidimensionalen Schichten hat und starke Magnetfelder, dann kann man an allen Materialien, unabhängig von der Größe der Probe, von allen Abmessungen, von Störungen, die da dran sind, kann man immer die Quantenhall-Effekt messen. Nun, in der Schule hat man gelernt, dass das kann doch gar nicht sein. Ein Widerstand kann man beliebig herstellen. Die Länge eines Drahtes, Querschnittdraht, Material, Temperatur, alles Mögliche verändert den Widerstand. Also im Prinzip gibt es alle Widerstände und jetzt plötzlich gibt es einen Widerstand, der immer denselben Wert hat. Das ist schwer zu verstehen und da müsste ich natürlich auch in die Quantenmechanik eingehen, um das nachher zu erklären. Aber als ich diese Entdeckung machte, hat eine Firma die Präzisionswiderstände hergestellt, hat sofort natürlich 25.813 Ohm hergestellt und die haben hier für Krieg haben sie als nachgewickelte Hochpräzisionswiderstände mit 25.812 oder die Hälfte oder ein Viertel, das eine einflitzing, halb, ein Viertel flitzing. Und jetzt zum Jubiläum letztes Jahr haben sie mir noch sowas geschickt, ein Präzisionswiderstand, 25.812,87 Ohm, gleich einflitzing. Das ist ein solcher Widerstand, den Sie für 10 Euro kaufen können. Aber das ist natürlich ein Verkaufsgag, das ist natürlich ein Drahtwiderstand, der so abgestimmt ist, dass er diesen komischen Wert hat. Das hat nichts mit der Physik eigentlich des Quantenhall-Effekts zu tun. Aber wie gesagt, ich möchte nicht ins Detail gehen. Der funktioniert hervorragend, der Quantenhall-Effekt. Denn sofort nach meiner Entdeckung haben die verschiedenen Laboratorien überall in der Welt mit verschiedenen Proben gemessen. Und die Australier, Engländer, Franzosen, die haben 25.812,809 und so weiter. Und die letzten, was da in Klammer steht, ist plus minus die letzte Ziffer. Denn das sind die experimentellen Ungenauigkeiten. Und innerhalb der experimentellen Genauigkeiten haben alle dasselbe gemessen. Und der beste Wert 1990 wurde mit 25.812,807 und einer Ungenauigkeit von 5. Und diese Ungenauigkeit kommt dadurch zustande, dass man keine Messkraft
Geräte hat, keine Referenzwiderstände, die genau genug sind, um da auch noch zu messen. Das heißt also, genauso wie bei der Lichtgeschwindigkeit, man kam an die Grenzen der zur Verfügung stehenden Maßeinheiten, um das überhaupt zu messen. Und da war natürlich sofort die Konsequenz, dass man wie bei der Lichtgeschwindigkeit einfach eine solche Fundamentalkonstante als feste Größe empfohlen hat. Und wenn Sie hier Physikalische Bundesanstalt, die haben eine Mitteilung gegeben, das wurde öffentliche Bekanntmachung für Gesetze veröffentlicht, Kalibrierung von normalen Messgeräten nach neuen internationalen Festlegungen für Weitergabe elektrischer Einheiten. Da hieß es ab dem 1.1.1990, da wurde weltweit an diesem Stichtag wurden die Änderungen vorgenommen, basieren alle Kalibrierungen von normalen Einrichtungen für elektrische Größen auf den von den Gremien der Metakonvention empfohlen, exakt festgelegten Wert RK90, R-Widerstand, K-Klitzing, 90-1990, 25.812,807 Ohm. Und das wird überall in der Welt als Bezugsgröße verwendet. Wenn Sie diesen Wert lesen wollen, dann müssen Sie eben bei den Fundamentalkonstanten nachgucken. Eine Fundamentalkonstante als Basis für elektrische Widerstände. Und das ist bei NIST, in der Liste der Fundamentalkonstanten, die konventionelle Wert der Fokitzi-Konstante ist 25.812,807 Ohm, ein fester Wert, ohne jegliche Unsicherheiten. Also dieser feste Wert wird überall in der Welt für Kalibrierung, für Eichung von elektrischen Größen verwendet. So sieht dann eine solche Probe aus. In Deutschland ist es die Physikalische Bundesanstalt, wie gesagt, Monokularstrahlentrapazieranlage wird zu verwendet, um solche Proben herzustellen. Sie können sich solche Geräte kaufen, wenn Sie 300.000 Euro übrig haben, kann man sich das in den Keller stellen und hat dann so eine Apparatur und kann elektrische Widerstände eichen mit einer Garantie von 10⁻⁸. Und das ist eine solche Apparatur, wo man tiefe Temperaturen braucht, man hat hier ein cooles Daten, man braucht Magnetfelder, ein Superleitungs, Magnetfelder, hier die Elektronik und dann kann man überall in der Welt die Eichung mit Hilfe des Quantenrollentrapies durchführen. Nun, wie genau funktioniert das? Man hat mal einen Test gemacht, einen Wettbewerb. Und zwar war ein Referenzdrahtwiderstand, der sehr stabil sein sollte, einfach an die Franzosen und an die Deutschen gegeben. Und die sollten mal mit ihren neuen Apparaturen einfach messen, was messen sie für diesen 100 Ohm Widerstand. Da mussten sie einen verschlossenen Briefumschlag, das ein Büro internationaler Kommissar zum Öffnen schicken. Und der Lehrer musste seinen Wert angeben. Und das Erstaunliche war, das BIPM hat 100,00172939 Ohm gemessen, die PDB 100,00172933. Und an dieser Stelle schon ist nach unserem jetzigen internationalen Maßsystem die Grenze der Genauigkeit erreicht. Und Sie sehen, dass man noch fast ein Faktor 1000 besser reproduzierbarer ist mit diesem Quantenrolleffekt als nach allen Methoden, die man in unserem Einheitensystem verwenden kann. Nun, vor einigen Jahren gab es mal eine Anzeige, Quantum Hall Resistance, ein solcher Magnet, der wurde nach England geliefert, National Physics Laboratory, und da hieß es, der Magnet wird als Standard, als elektrischer Widerstandsstandard, und es wird als ein Teil einer neuen Messung, einer Fundamentalkonstantenmessung, welches das Kilogramm in Einheit von elektrischen Größen ersetzen soll. Und jetzt komme ich jetzt zum Bezug von dieser Quantum Hall Effekt zum Kilogramm. Deswegen möchte ich jetzt nochmal beim Kilogramm anfangen. Wie gesagt, wenn Sie zum Kilogramm wollen, müssen Sie nach Paris fahren, Büro der Nationalen Parmesier in Sèvres. Das ist das Gebiet. Und hier muss man in den Keller gehen, wenn man das Kilogramm sehen will. Also hier ist nochmal der schöne Park außen. Und das ist das Urkilogramm. Hier unten in einem Safe ist das. Und ich habe, wenn es funktioniert, auch einen Film dazu. Aber wahrscheinlich sieht es so aus, als wenn das nicht funktioniert. Nee, leider. Leider ist die Videoaufnahme funktioniert nicht. Es ist schade, da hätten Sie sehen können, wie man einmal im Jahr kriegt eine Konferenz, dann trifft man sich dort und da gibt es drei Schlüssel zu dem Safe. Für drei verschiedenen Organisationen, die müssen zusammenkommen, die öffnen den Safe. Dann der Direktor des Büros, der den Code von dem Safe, den muss er auch im Kopf behalten. Und dann wird die Tür aufgemacht und da freut man sich, dass das Kilogramm da ist. Und ich habe versucht, das Kilogramm dazu zu klauen. Das ist das Urkilogramm, das wir dort. Denn das Urkilogramm macht Schwierigkeiten.
Und welche Schwierigkeiten sind das? Denn man vergleicht das Kilogramm mit den Sekundärnormalen, das überall in der Welt, die sind verteilt worden, und man hat einen Trichter gestellt. Es ist ein Unterschied zwischen den Sekundärnormalen und dem Urkilogramm. Und man schließt daraus, dass das Urkilogramm leichter wird. Natürlich kann man sagen, alle Sekundärnormalen werden schwerer, aber man hat eine gewisse physikalische Erklärung, dass da eine andere Schmelze gewesen, wo die das Urkilogramm hergestellt wurde. Und man vermutet, dass etwas mehr Gas ausdiffundiert aus den Metallen und deswegen mit der Zeit das Kilogramm leichter wird. Ist zwar relativ wenig, das sind hier 50 Mikrogramm auf ein Kilogramm für 50 Jahre, aber es ist eine systematische Drift da. Und deswegen gibt es solche Schlagzeilen, das rätselhafte Schrumpfen des Urkilogramms, das in Paris gelegte Urkilogramm nimmt ab, die Ursache des Massenverlustes ist unklar seit Jahren, es bringt mich jetzt die Suche nach einem Ersatz für den 100 Jahre alten Metallzylinder. Und jetzt gerade vor kurzem war wieder im Spiegel ein Maß für die Ewigkeit, wie schwer ist ein Kilogramm. Meteorologen liefern sich wegstreiten, die genaueste Messmethode, das Kilogramm muss endlich mit Hilfe einer unverrückbaren Naturkonstanten definiert werden. Und wir hatten noch vor anderthalb Jahren eine Konferenz bei der Royal Society, das ist ein neues internationales System auf der Basis von Fundamentalkonstanten. Und da wurde eine Richtung diskutiert, wie man ein elektronisches Kilogramm herstellen kann. Elektronisches Kilogramm auf der Basis von solchen Fundamentalkonstanten wie zum Beispiel diesen Quantenpower-Widerstand RK90. Und das war wirklich eine unerwartete Anwendung des Quantenpower-Effekts. Und ich will Ihnen ganz kurz im Prinzip zeigen, wie das funktioniert. Das ganze Experiment heißt Wattwaage. Eine Waage ist natürlich ein Waagebalken. Auf der einen Seite haben wir eine Masse und auf der anderen Seite ist eine elektrische Kraft. Man hat hier einen Strom durch eine Spule und hier ist ein inhomogenes Magnetfeld. Und all diese elektrischen Größen kann man durch Quantennormale messen, sodass im Endeffekt der Strom ist etwas wie eine Frequenz mal eine Metallladung. Man kann den Josen-Effekt, den Quantenrolle-Effekt verwenden, um all diese elektrischen Größen durch Quantennormale auszudrücken. Das ist also eine Möglichkeit, wie man eine elektrische Kraft durch eine Massenkraft vergleichen kann. Aber da sieht man sofort, das ist sehr, sehr kompliziert. Man müsste hier natürlich die Geometrie der Spule, man müsste hier die Änderung des Flusses durch die Spule eigentlich hier genau berechnen, man müsste die Magnetfeldverteilung genau wissen. Das ist sehr, sehr kompliziert. Und die Grundprinzip hier ist wie beim Elektromotor. Jetzt hat man die Idee, dass man diese ergänzt. Also beim Elektromotor hat man ja auch einen Strom durch eine Spule in einem Magnetfeld und dann eine Kraft. Jetzt hat man neben dieser Gleichung, wo Strom dann Kraft erzeugt, auch dass man eine Geschwindigkeit, wie bei einem Dynamo, dass man eine Spule bewegt und damit eine Spannung erzeugt. Also wenn man so einen Dynamo hat, dann bewegt man eine Spule und erzeugt eine Spannung. Das sind zwei unabhängige Messungen. Also das erste war ja diese Messung, wo man die Kraft hat, aufgrund eines Stromes durch die Spule. Das ist das Grundprinzip des Elektromotors und das Grundprinzip des Dynamos ist, ich bewege die Spule im Magnetfeld und erzeuge eine Spannung. Das sind zwei Experimente, bei denen eigentlich diese komplizierten Geometriefaktoren hier in der gleichen Weise reinkommen. Man hat also, okay, diese komplizierte Funktion kann man durch zwei Experimente kann man eliminieren. Ich hatte schon erwähnt, dass man bei den elektrischen Messungen die Spannung, das Ohm und das Ampere alle durch normale Fundamentalkonstanten ausdrücken kann, durch diese Quanteneffekte, Quanten-Hall-Effekt durch Hadron-Quadrat, es gibt einen Josen-Effekt, wo das eher eine Rolle spielt. Und die elektrische Strom als Elementarladung. Das sind also hier die beiden Experimente, wo der Elektromotor, wo ich eine Kraft habe, der durch den Strom hervorgerufen wird, beim Dynamo habe ich eine Spannung, die durch die Bewegung der Spule hervorgerufen wird. Und hier ist beides mal diese komplizierte Proportionalitätskonstante, die kann ich rausschmeißen. Und im Endeffekt bleibt hier übrig die induzierte Spannung vom Dynamo im zweiten Experiment mal dem Strom im ersten Experiment ist gleich die Kraft. Die Kraft wird ausgedrückt durch Masse, mal Erdbeschleunigung und hier die Geschwindigkeit, mit der der Spule bewegt wird. Das ist die Endgleichung und dieses Experiment wurde bisher verwendet, um die Planck-Konstante sehr genau zu bestimmen. Denn auf dieser Seite bleibt die Planck-Konstante übrig und auf dieser Seite ist die Masse. Nun kann man das Ganze nur umdrehen. Man kann sagen, ich lege die Planck-Konstante fest und habe dadurch eine neue Definition der Masse. Das ist also die Grundidee. Und es gibt weltweit jetzt überall neue Anlagen, das sind solche Wattwagen in den verschiedenen Ländern.
Und ich habe hier vom NIST die ursprüngliche Wattwaage mal aufgezeichnet, hier 1 Meter Höhe ist das. Und ich habe auch ein Bild, hier oben ist die Waage, hier unten ist der Magnet mit der Spule, die sich bewegt. Und hier sieht man mal, wie hier die Waage sich bewegt. Und hier unten die Spule, um diese Spannung zu indizieren. Das ist also dieses zweite Experiment für diese Wattwaage. Durch diese Messung kann also die Beziehung zwischen der Planck-Konstanten und der Masse hergestellt werden. Wenn man vergessen hat, wie man diese Beziehung herstellen kann, dann kann man sofort von 2 Gleichungen, die berühmten Gleichungen E gleich H mal μ und E gleich mc², das kennt ja fast jeder, wenn man die gleichsetzen würde, dann würde man sofort sehen, H μ gleich mc². Frequenz zu Lichtgeschwindigkeit sowieso festgelegt, sieht man sofort, H und m stehen in Beziehung. Aber es gibt kein einfaches Experiment, wo man direkt diese Gleichungen miteinander vergleichen kann. Man kann nicht ein Photon, einen Impuls oder so hohe Energie geben, dass man sagt, das entspricht 1 Kilogramm oder sowas. Das ist schwierig, direkt aus diesen beiden Gleichungen eine Beziehung zwischen Masse und Planck-Konstante herzustellen. Nur mit Hilfe dieser Wattwaage hat man jetzt die Planck-Konstanten, hier sind die Werte für die Planck-Konstante eingegeben. All diese blauen Dreiecke sind die besten Werte, die nach den verschiedenen Wattwaagen veröffentlicht worden. Man sieht natürlich doch schon Unterschiede hier und der Fehler ist noch zu groß, sodass man sich noch nicht einigen konnte, was ist der beste Wert für die Planck-Konstante, sodass man diesen Wert festlegen kann und in Zukunft das Kilogramm anders definieren kann. Das Interessante ist, dass man hier auch einen Punkt hat, einen roten Punkt, und der rote Punkt ist eine andere Bestimmung der Planck-Konstante mit einer anderen Methode, die Avogadro-Methode. Und ich möchte ganz kurz noch erwähnen, wie diese Methode funktioniert. Diese Avogadro-Projektiv nimmt ebenfalls einen Wert für die Planck-Konstante. Für eine Zeit gab es eine Diskrepanz zwischen diesen beiden Messmethoden, aber heute weiß man schon, wo man systematische Fehler gemacht hat. Und wenn Sie Bild der Wissenschaft lesen, dann gab es mal eine Veröffentlichung, Kampf ums Kilo, das SI, das System der 7 physikalischen Basiseinheiten, darf zwingen, bringt eine Renovierung. Handlungsbedarf besteht vor allem beim Kilogramm und 2 Konzepte konkurrieren in die neue Definition. Eine Wahl diese Wattwaage und das andere ist dieses Avogadro-Projekt. Ich möchte ganz kurz zeigen, was dieses Avogadro-Projekt, das ist ein weltweites Projekt, wo man aus einem Silizium ein Kristall, das isotopenrein ist, hat man Kugeln hergestellt. 2 Kugeln, die hier reingezeichnet sind und im Prinzip zählt man die Atome in einer solchen Kugel. Ich habe eine solche Kugel, zum Glück habe ich sie nicht fallen gelassen, aber die Idee ist natürlich, in einem weltweiten Projekt die Avogadro-Zahl, also wie viele Atome oder Moleküle in einem Mol enthalten sind, zu bestimmen. Und da muss man ganz verschiedene Messungen machen. Man muss natürlich die Masse vom Silizium, die Gitterkonstante, den Abstand zwischen den Atomen, dann das Volumen genau bestimmen. Und dann natürlich gibt es an der Oberfläche auch Dreck, da gibt es Siliziumdioxid, gibt es Leerstellen. Also sehr, sehr viele komplizierte Messungen. Und es kriegen wir trotzdem einen sehr, sehr guten Wert von der Planck-Konstante. Denn mit einer solchen Bestimmung der Avogadro-Größen kann man die Planck-Konstante bestimmen. Und zwar im Prinzip spielt diese Gleichung eine Rolle. Das ist eine Rydberg-Konstante. In der Spektroskopie kann man sehr genaue Größen bestimmen. Und diese Rydberg-Konstante hat etwas zu tun mit der Alpha-Reinstrukturkonstante, Elektronenmasse, dann die Lichtgeschwindigkeit, hier steht die Planck-Konstante. Das heißt also, aus einer Messung der Rydberg-Konstante hat man einen Wert für die Planck-Konstante. Bloß die Schwierigkeit ist, man muss den Absolutwert der Elektronenmasse in unserer offiziellen Massendefinition bestimmen. Und um diese atomare Massengröße von einem Elektron mit der makroskopischen Masse zu vergleichen, braucht man die Avogadro-Konstante. Da braucht man die Zahl, wie viel Teilchen braucht man, um eine entsprechende Masse herzustellen. Das heißt, die Neufestlegung des Kilogramms, wenn man diese Avogadro-Projekte, wird nicht über eine gewisse Anzahl von Atomen geschehen, sondern über die Festlegung der Planck-Konstante. Denn hier ist auch eine Planck-Konstante festgelegt. Man möchte gerne die Planck-Konstante als Basis für eine neue Definition des Kilogramms haben. Aber es gibt natürlich Fragestellungen. Schon 1939 über die kosmologische Konstanz der Feinstrukturkonstanten gab es öffentlich. Das ist auch heutzutage eine ganz aktuelle Fragestellung. War die Konstanten wirklich beim Urknall dieselben Werte oder nicht? Oder gibt es zeitlich veränderliche Größen? Die Frage ist nicht beantwortet. Es gibt Physics Today, habe ich hier von 2004, Where Fundamental Constants Different in the Past, da gab es Veröffentlichungen. Es gibt sogar 2 Veröffentlichungen über die Anisotropie der zeitlichen Veränderung im Universum. Aber die wissenschaftliche Community, die hat das nicht akzeptiert bisher, glaube ich. Es gibt
keinen Beweis eigentlich, dass wir wirklich zeitabhängige Fundamentalkonstanten haben. Diese Zahl 137 spielt eine große Rolle. Ich habe gerade ein Buch gelesen, wo über Pauli, und Pauli war ja hier in Hamburg auch Wolfgang Pauli, und die Suche nach der kosmischen Zahl. Diese Zahl 137, die ja keine Dimensionen hat, die Feinstrukturkonstante, die hat ja viele Wissenschaftler fasziniert. Und ich möchte meinen Vortrag abschließen, indem ich ein Bild noch zeige von Wolfgang Pauli mit auf der Fahrt zu einer Tagung in Kopenhagen. Und heute Abend haben wir die Chance, mein Bürgermeister zu sein. Vielleicht sollten wir nicht nur auf der Sternhörsaal, ich glaube, den Vortrag wird auch übertragen, in den Pauli-Hörsaal hier. Also, ich habe gehört, in diesem Jahr haben sogar Wolfgang Pauli Center ins Leben gerufen. Und auf der Landtag habe ich entdeckt, dass hier auch eine Sternschanze und eine Sternstraße gibt. Überzeugt, dass Otto Stern, wenn er gute Restaurants oder gute Kinos da waren, dass er auch diese Viertel besucht hat. Und vielleicht sollte man das wirklich als das Quartier von Otto Stern nachher bezeichnen. Pauli war ja noch erfolgreich, er hat sogar einen St. Pauli hier. Und aus diesem Buch 137 möchte ich einen Absatz vorlesen hier. Zitat aus dem Buch 187. Pauli. Wie seine Abstecher nach St. Pauli stets geheim. Selbst gegenüber engen Freunden und Kollegen, dazu gehörten der immer fröhliche Otto Stern sowie Emil Artin, Walter Bade und Gregor Wenzel. Hin und wieder stieß Wilhelm Lenz dazu, vor allem wenn sich die Fakultätsmitglieder zum Mittagessen verabredeten. Da traf man sich in Spitzenrestaurants, die Stern ausgesucht hatte. Alle waren sie Junggesellen, genau wie Pauli. Otto Stern war ein ungewöhnlich begabter Experimentator und gehörte seit kurzem zum Hamburger Institut aus. Stern war wie Lenz ein ziemlich wohlhabender Mann, doch im Gegensatz zu Lenz war er kontaktfreudig. Ein Bon Vivant, der manchmal nur zum Mittagessen nach Wien flog. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, es wurde auch in die Tagung jetzt aufgenommen, ein gutes Essen. Wenn ich so den Höhepunkt der Tagung sehe, am Ende, auch schon am Anfang hatten wir Modell 4 Jahreszeiten getestet, wo Stern gegessen hat, also es war nicht schlecht. Und hier im wir sehen, in Hamburg sollte auch ein gutes Essen geben. Also, wir haben natürlich das volle Programm von Otto Stern hier genossen und vielen Dank für die Einladung.